weiter mit Rogue Trader, Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey, hey! Hunter Hammy ist heiser, nicht weil er beim Fußball zu viel gebrüllt hat, sondern weil er erkältet ist. Ganz schlimm. Fun Fact des Tages, Grey Knights sind cool. Schaut euch Chaos Gate an auf dem Kanal. Ja. Okay, wir hatten das letzte Mal Mundus Valancius gemacht und sind alle eingeschlafen dabei. Oh, das war schrecklich. Wir fahren heute nach Norden in die belagerte Mine von dieser komischen adligen Familie und schauen vielleicht noch woanders vorbei. Wir gucken mal. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut offscreen. Ich habe in etwa einen Überblick über die Systeme, aber ich habe mir das alles nicht allzu genau angeschaut. Ich will nur, dass wir hier jetzt nicht noch jahrelang durch die Gegend irren und Kiawa Gamma nicht finden, aber ich spoilere euch das jetzt einfach mal nicht. Fliegen wir los nach Pilium Solitas. Ich habe noch nie ein negatives Event bei einer gelben Warp-Reise gehabt, also ist es dann heute soweit. Oh nein, die Auguren entdecken ein wertwürdiges Objekt, Raumschiff, Telemetrie, ein Xenoschiff. Es ist wieder nichts passiert, ich merke das schon. Neue Routen festlegen. Also das Video hier kommt jetzt raus. Ich habe euch im letzten Video von Mundus Valancius gefragt, was der Turm uns gebracht hätte. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt und ihr habt das letzte Video seitdem noch nicht gesehen. Soweit ich das verstanden habe, wenn wir den Weltraumaufzug gebaut hätten, wo ist das unter J oder so, gell? Nee, ist das anscheinend nicht. Nee, Kolonieverwaltung ist... Y. Ja. So, Dagonus. Wir können das jetzt nicht mehr abbrechen, oder? Nee. Schließt sich das gegenseitig aus? Ja, anscheinend schon. Also wenn wir das Emporium gebaut hätten, mit den Routenkosten von minus 2, hätten wir, wenn ich das im Internet richtig nachgelesen habe, von Mundus Valancius in jedes System auf der Sternenkarte hier springen können für einen Navigatorpunkt und hätten diesen Punkt theoretisch ja sofort wieder zurückbekommen, weil wir ein neues System entdeckt haben. Ist also ein bisschen schade, dass wir was anderes gebaut haben, weil es ein sehr starker Buff gewesen wäre, aber es liest sich halt komisch und so richtig haben wir es eh nicht verstanden gehabt. Okay, gehen wir hier rein. Ich habe vergessen, wo wir hier sind und es steht da nicht mehr. Also, oh, da steht's. Pelium Solitas. Die Pelikansonne. Wo sind wir hier? Fliegen wir mal die Dinge ab, nicht der Furcht. Scan ist erforderlich. Piep-bup, Scan beginnt. Schick die Auguren raus. Wow, 50 XP, weiter geht's, nächster Planet. Hier gab's nichts. Ich mag den XY-Anzeiger neben am Rand von der Karte. Okay. Oha. Nicht erforscht, Knochen in der Wüste. Bei der Analyse der Augurendaten stellten die Offiziere überrascht fest, dass der Planet vorher einmal mit Ozean bedeckt gewesen war. Uiuiui. Vor langer Zeit führte eine unbekannte Katastrophe dazu, ein Höllenfeuertorpedo, dass die Meere austrockneten und die Welt verwandelte sich in eine leblose Wüste. Das Leben ist fragil. Weiter geht's. Tütüt. Was heißt denn, das war's? Bist du unzufrieden? Weiß ich nicht, ja. Oha. Bipup. 50 XP. Mustafa. Anakins Hand. Wartensystem, Kassia, was geht? Brennende Welt in Pandora. Gut, das haben wir ja auf der Erde, dieses Phänomen, dass wir hier teilweise Gasfeuer und sowas haben, die in Amerika zum Beispiel seit Jahrzehnten brennen, weil irgendjemand aus Versehen so eine Gasader angezündet hat. Und man da nicht viel machen kann im Endeffekt, außer zuzugucken, wie das da rauskommt. Was ist hier los? Okay. Was? Mixer unten mal so eine kleine Sprechblase an Kassia, so wie letztes Mal mit dem Raumschiff. Ach, jemand hatte uns auch die Sachen mit der Sonne erklärt. Ich glaube, hier unser Freund, der Weizenkonnoisseur, hatte diese Sachen mit der doppelten Sonne erklärt und hatte auch beschrieben, wonach man da suchen muss. Stimmt. Hatte sich ganz interessant gelesen. Gut, wechseln wir das System. Stimmt. Wie faul sind wir? Ich glaube, hier kann man ruhig 2 Punkte draufsetzen. So ist ja jetzt nicht, was? Nach Name 4. Gibt's da Bugs oder Cyborgs? Neue Routen festlegen. Oha.
Aber ich wollte immer auf die Brücke vom Schiff gehen. Bevor wir die Eldari-Überlebenden retten, will ich mit Yiliet mal reden. Wir haben doch kein einziges Gespräch mit der angefangen. Wenn ich mit der heiße Sexy-Time haben will, muss ich mich, glaube ich, erst mit der unterhalten. Es ist widerlich. Ich hatte vorhin die Entwickler posten auf Social Media so verschiedene Updates zu dem Spiel. Das eine war hier der Trophäenraum von den Valancios gewesen und da stand dann, ja, imperialen Bürgern ist es verboten, Xeno-Artefakte zu besitzen oder die zu benutzen. Und Rogue Trader werden davon ausgenommen. Und manche von denen hätten die wildesten Sachen in ihren Sammlungen, wo man sich wirklich, wenn das Inquisition wüsste und die da was machen könnten, müsste man sich da echt an den Kopf greifen. Die sind nicht so die Fans davon. Geh mal rein in den Nama 4. Ja, sind das hier, wo haben wir denn überhaupt römische Zahlen oder sind das hochgotische Zahlen? Oh, yeah. Piraten. Wie sieht's denn aus mit unserem Raumschiff, Dingsbums, Raumschiffverwaltung? Sind alle da, wo sie hingehören? Jeder auf Posten? Alle sieht Mann an Deck. So aus? Macht unsere Weltraumelfe nix? Nö, die ist wohl die arbeitslos. Ach richtig, wir hatten Schießen und Nachladen geskillt und den Flachsprung. Flachsprung! Flachköpfe auf Korsika. Haben wir hier noch irgendwie ein Update? Wir haben 700 Punkte. Wir könnten das Schiff noch ein bisschen stabiler machen. Wir brauchen das Scrap ja sowieso nur, um uns zu reparieren, oder? Ja, reparieren und oder stabiler machen. Nee, das ist ein bisschen oder teuer. Den Ramburg. Ramburg ist mir dermaßen egal. Ich hoffe nicht, dass wir jemals jemanden rammen müssen. Und wenn wir den Ramburg nicht upgraden, lohnt sich das auch niemals für uns. Gehen wir erstmal die beiden 50 XP-Planeten durch und dann können wir gegen die Piraten kämpfen, die da unten auf diesem Planeten aufpassen. Okay. Oha. Phlogiston. Wie viele Phlogistons haben wir denn? 14 oder so, oder 13. 12. Was geht denn hier? Spuren von Meteorit. Die Auguren des Schiffs, nicht heimischen Mineraliencluster, Überreste eines Asteroidenschauers, die Substanz ist wertvoll. Also Risiko eingehen und einen Shuttle schicken, 95%. Abelard? Lord Abelard, strenge er sich an. Lord Abelard. Dank der Erfahrung der Crew war es möglich, die Mineralien zu sammeln. Oh. Wie viel? Da ist jetzt auch noch Plaststahl aufgetaucht. Ja, aber er sagt mir nicht, wie viel. Kann ich nochmal reingehen, damit ich sehe dann? Ah, ein Fünfer. Ein Fünfer ist gut. Den nehmen wir mit. Die Frage ist, machen wir den Phlogiston auch, oder? Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Ja, aktuell brauchen wir Zahnräder und Menschen, um alles zu craften, was wir gerne hätten. Dann lass... Was ist ein Zahnräder? Maschinen oder so. Mechanismen. Das werden wir bauen müssen, denke ich. Lassen wir den Phlogiston erstmal... Wir wissen ja, wo das ist. Es wird ja angezeigt, wenn wir die Planeten durchgehen. Wenn wir also irgendwann mal mehr als 12 Phlogiston brauchen, wissen wir es ja dann. Eine Algenwelt. Vorräte 1. 1. 1. Und die will ich flachsen. Oh, und noch so ein Ding. Müssen wir da eigentlich irgendwie mal mit unserem Freund Pascal drüber reden, über die Dinge, oder? Was meinst du? Naja, über diese Archaeotech-Kompassteile, die wir da alles finden. Irgendwem wird das schon interessieren. Ja, lass mich kurz speichern, falls irgendwas sehr Schräges passiert. Und dann kämpfen wir gegen ein paar Piraten und schauen, warum die den Planeten da blockieren, die Hunde. I stand ready to serve you and the Imperium, Lord Captain. Oh, warum geht denn das sofort los? Wieso sind wir nicht als erstes dran? 3 Schiffe. Die haben nicht mal ein Wort zu uns gesagt. Muss ich das gerade verstehen, was hier passiert? Was genau? Nee, die fahren einfach in unsere Flanke und fangen an, sein Schild zu zerbollern, ohne dass einer von denen auch nur irgendwas gemacht hat. Okay. So, Freunde. Dann wollen wir doch mal sehen, was es hier zu sehen gibt. Wir feuern alles ab hier auf dem allerersten Slot, auf dem zweiten Slot. Wir können alle Makrokanonen abfeuern, die werden nachgeladen, nicht? Mhm.
heißt, wenn wir noch eins weiterfahren, nach da. Wenn wir nach da fahren, ist vielleicht sogar noch besser. Schau mal, nee, nach da ist sogar schlechter. So, da haben wir die, da haben wir die. Die Frage ist halt inwiefern. Okay, wen wollen wir denn erschießen überhaupt? Den und den. Gut, wir haben für den da die Hekutor von der Seite. Sonst können wir da nicht viel machen. Wir können mit der Sternbrecher Lanzenwaffe noch drauf schießen, dann können wir den vielleicht schon direkt knacken von hier aus. Hm. Versuchen wir es einfach mal, ha? Huh? Voll drauf. Show them the fury of our macro cannons. Ja, der ist hinüber, wenn die Lanzenwaffe den trifft. Bring doom to our enemies. Da stand verfehlen, ich hab's nicht so ganz verstanden. Ich glaube, die hat mehrere Angriffe. Da steht aber doch nur ein großer Schuss, Mittelstrecken-Dorsallanze. So, dann müssen wir jetzt noch die Mars Pattern Bug abfeuern, bevor wir irgendwas anderes machen. Damit wir die gleich nachladen können, ja? Mhm. Können wir denn irgendwie quer zu dem Drecksack kommen danach noch? Ich glaube nicht mehr. Die Mars Pattern Bug können wir dann aber auch von da aus abfeuern. Oder von hier. Dann können wir uns danach immer noch querstellen, alles nachladen und auch mal volle Möhre auf den Kerl da schießen. Komm, die hier schießen unser Schiff kaputt, die Penne. Okay. Oder halt auch nicht, weil der Typ schon fertig ist mit seinem Leben. Na gut, dann pass auf, dann strafen wir den einfach, schießen den mit der anderen Makrobatterie kaputt, fahren die volle Distanz durch, laden nach und schießen noch ein bisschen auf den anderen Destruktor. Das klingt nach einem super Plan. Captain, gute Idee. Also einmal durch hier, dann putzen wir den da von der Platte. Let the macro cannon sing their deadly litany. Dann wollen wir nach wo? Das würde damit treffen und damit. Ah, da können wir die Lanzenwaffe leider nicht einsetzen auf die Distanz. Den schade. Gut, aber so können wir die Hekutor benutzen. Die Sternbrecher lädt aber nicht nach, glaube ich. Ja? Nee, weil es keine Makro ist. Gut, kommen wir erstmal an. Schön den Arsch jetzt. Dann hätten wir jetzt gern zügiges Nachladen. Show them the fury of our macro cannons. Ah, der Flachsprung bringt uns, glaube ich, nichts. Die Torpedos, treffen die uns da, wo wir gerade stehen? Ich war die ganze Zeit im Überlegen. Ich hoffe nicht. Ja, dann springen wir einfach eins vor, ist doch egal. Cooldown ist Cooldown, weg ist weg. Das stimmt. So, wir stehen dem jetzt im Arsch, das heißt, wahrscheinlich kann der sich nicht drehen. Wir laden trotzdem mal die Schilde hoch. Upp. Dann sollten wir doch eigentlich ganz gut stehen. So, die können uns nix. Und dann haben wir gewonnen, schätze ich. Was können wir dem da unten ein Gutes tun? Wir können die Sternbrecher direkt schon mal abfeuern. Keine Ahnung, wie der Schaden davon berechnet wird. Interessiert mich auch nicht so richtig. Reichweite erhöhen und dann die Hekutor. So ist es wohl. Cassia? Unleash a barrage of destruction. Verdammte Piraten. Und dann fliehen wir vor den Torpedos. Oder so. Ja, dahin. Full speed ahead. Full speed ahead. Leider nichts, was auf diese Torpedos schießen kann von hier. Die wollen uns beißen. Oh, da sind sie verpufft. What? Ah, Pascal, drin Stimme. Uralte Maschine. Und Scrap. Wir haben 55 gekriegt, wir reparieren für 20. Ja? Schauen wir mal, was hier so geht. Oha, das ist Mustafa. Das ist Mustafa.
Nix! Wow! Gut, dass die Piraten diesen Planeten verteidigt haben. Bitter, bis zuletzt. Dann raus hier. Na dann fliegen wir nach Mortus Aties. Mortus. Und schauen uns Vebos 6 an. Vielleicht passiert ja irgendwas. Leute frieren ein oder Türen klappern auf und zu. In so einem Geisterhaus. Was ist der Warp denn anderes als ein Geisterhaus? Ja. Oh, hey, wir haben eine gelbe Route darüber gekriegt. Da müssen wir nicht die orangene fahren. Juhu. Juhu. Da. Das bist du, Rabor. Oh. Lord Captain, wir haben die Hauptmerkmale des Systems mit unseren astronautischen... ja. Ja. Kartendaten abgeglichen. Ich habe das nicht geglaubt. Kartendaten abgeglichen. Der Planet Phobos 6 befindet sich Veabos. Hier. Veabos. Veabos. Das heißt jetzt Phobos. Veabos. Phobos 6. Befindet sich hier. Das Problem ist, dass die Auguren eine ungewöhnliche Veränderung in der Atmosphäre feststellen, die einer massiven Freisetzung von Giftstoffen ähnelt. Uiuiui. So wie im uralten Bunker? Da hat jemand gepupst. Niemand kann uns sehen. Wir sind im Schatten des Planeten eingeparkt. Es scheint, dass den unterirdischen Lagerstätten des Planeten etwas unglücklich zugestoßen ist. Da hilft nur Höllenfeuer-Torpedo. Wie immer. Eine sichere Landung auf dem Planeten ist im Moment unmöglich. Unbekannte Schiffe kreuzen im System. Ich brauche keine Kogge, um sie zu analysieren. Ich kann diese Telemetrie leicht entschlüsseln. Xenos. Die Besatzungen der Waffenkammer und der Artillerie stehen bereit. Danke, Hauptsteuermann Ravor. Kein Ding. Eldari. Nee, Drukhari. Ja, ihr müsst ja Drukhari sein, oder? Steht da irgendwas? Gut, schauen wir uns erstmal den Rest an. Bibu, Mustafa. Bibu. Schon wieder. 50 XP. Sightseeing. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie da waren. Hier, 50 XP. Tschüss. Lava Welt. Willkommen in Alaska. Hier sind 1000 Dollar. Genau so. Oh, Loot. Magnus-Klasse, wieder aufladbare Batterie. Nice, wir haben ein paar Akkus gefunden, meine Kerle. Iha. Von Magnus dem Roten. Ich hoffe nicht. Magnus-Klasse, Akkubatterien. Oha. Eine sonderbare Siedlung. Könnt ihr den Hinweis sehen, Kinder? Dieser Planet ist kaum in der Lage, menschliches Leben zu unterstützen. Und doch zeigt die Suche eine seit langem vergessene imperiale Kolonie, Emperor Be Praised, die vor Jahrhunderten vom Rest der Galaxie abgeschnitten wurde. Jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Kolonisten leben in schlimmeren Verhältnissen als jeder Underhive, nicht übersetzt. Und doch verehren sie den Imperator und heißen ihre Besucher freundlich willkommen. Der Lord Captain erhält eine Einladung von der örtlichen Herrscherin, der Erzkönigin Princeps Domina. Okay. Ja. Die Kolonie übernehmen. Ein Shuttle und zwei Gewehre sollten reichen. Wir sind doch keine Engländer und in Afrika unterwegs. Wir sind doch keine Engländer. Wir werden der Erzkönigin einen offiziellen Besuch abstatten, wie ein ehrenwerter Diener des Imperators. Die Herrscherin trifft den Lord Captain in einer Baracke, die für die Einheimischen als Palast gilt. Die ungewöhnliche Krone der Erzkönigin besteht aus Metallspulen, vermutlich Teil eines uralten Geräts zum Kochen von Wasser. Die hat auch so einen Wasserkocher auf dem Kopf umgedreht. Aha. Richtig nice. Vorne ist so ein goldener Stern draufgeklebt, einfach so ein Sticker. Den Gästen werden die größten Köstlichkeiten serviert aus dem Thermomix, die die Kolonie zu bieten hat. Die Erzkönigin preist die Besucher in gebrochenem Niedergotisch und nennt den Lord Captain ihren lieben Bruder. Wir sind bei den Ewoks gelandet. Am Ende der Audienz werden den Gästen Geschenke überreicht. Der Minister der Erzkönigin merkt höflich an, dass das bestmögliche Gift, das der Lord Captain und seine Crew bieten könnten, soll da Geschenk stehen? Die Erweiterung des sehr eingeschränkten Genpools der Kolonie wäre. Wollen wir jetzt Leute von den unteren Decks? Na gut, sind ja Freiwillige. Ja, wir gehen auf die unteren Decks und fragen, wer hier als
sage mal, Freiwilliger auf diesem Planeten bleiben möchte, in dieser Savannenwelt, um den, wie soll ich es ausdrücken, Genpool aufzufrischen. Mhm. Wow. Cool. Haben wir jetzt eine neue Kolonie? Ich glaube nicht. Die Erzkönigin ist entzückt und geschmeichelt. Sie hofft, dass der Lord Captain in Zukunft noch viele Besuche abstatten wird. Naja, ich habe doch hoffentlich keinen Besuch bei der Erzkönigin gemacht. Höchstpersönlich. Um den Genpool zu erweitern. Ja, aber auch nicht. Oh, Blut. Ah, wow, schau da, eine Geschwindigkeitspistole. Verstärkter Fissionskern. Cool, cool. Na, dann kümmern wir uns mal um den Dokari-Abschaum da oben. Ja. The whispers sound distant. The future is uncertain. Die letzte Hassfregatte. Zwei Stück davon. Was haben die denn da? Schattenwelt. Bubbelschilder. Eine leiden einen Abzug von -25% auf die Trefferchance, wenn sie von innerhalb eines Zweifelder-Radius angreifen. Und ein Abzug von 75, wenn sie von außerhalb dieses Radius angreifen. Das Alter. Schild wird beim Feuern entfernt und hat die Chance, zu Beginn des Schiffszugs wieder aktiviert zu werden. Also entweder nach anfahren oder beschießen lassen. Was haben die denn an Waffen dabei? Oder irgendwas Schatten. Einsehen? Aber nicht, was für Damage die machen. Schattenlanze und Sense, doppelt verbundene Batterie. Bitte was? Wir müssen also... die haben aber keine Schilde. Wir müssen nah ran und dann mit möglichst viel drauf feuern, was wir haben. Mhm. So, wenn wir nach da hinfahren und den Flachsprung machen, dann kommen wir hier raus. Da. Von da aus müssten wir theoretisch mit der Bug-Pattern treffen können und mit der linken Makrobatterie und mit der Lanzenwaffe. Ja. Und der andere, bin mir nicht ganz sicher, doch, der kann um 45 Grad drehen, der steht dann relativ ekelhaft hinter uns. Wir könnten, wir haben auf jeden Fall einen von den beiden hinter uns stehen, egal was wir hier machen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil selbst wenn wir uns links von der anderen Fregatte aufstellen, stehen wir ein bisschen doof. Wofür ist eigentlich die Chance dabei? Ah, die linke Makrobatterie trifft nicht. Wir können ja noch fahren. Oh, warum das? Weiß ich nicht. Keine Fragen stellen, einfach fahren. Okay, jetzt müssen wir mal kurz nachdenken, ob sich's nicht lohnt. Kurz beizudrehen und die Lanzenwaffe einzusetzen. Die Bug müssen wir eh zuerst abfeuern. Die können wir nur von hier aus treffen. Wenn wir vorfahren, nicht mehr. Ja, nein, ich will ja nach oben fahren. Was meinst du? Wir packen uns nach da und schießen ihn mit der Bug und der Lanze an und drehen dann wieder nach rechts bei. Wenn das geht? Ich hoffe doch. Wenn ich rampe, den Kerl halt einfach. So, wir schießen zuerst mit der Bug, weil die viermal schießt und wir den nur einmal treffen müssen, damit der Schild ausgeht. I want to hear the macro cannons roar. Nee, wenn er angreift, geht der Schild aus. Okay, Pascal. Das reicht leider nicht. Wir können von da aus noch mit der Sternenbrecher-Lanzenwaffe auf den schießen. Und wir stehen dann hässlich hinter dem. Der kommt auf keinen Fall an uns dran von da. Ja, lass machen. Ja, da fahren, treffen wir den auch und können dann immer noch eins weiter. Bring Doom to our enemies. Schade. Ich denke, am angenehmsten wäre es, wenn wir in die Richtung hier umparken. Ja. So, zum Nachladen haben wir nichts. Das lohnt sich ja alles nicht. Dann überrasch mich mal. Letzte Hassfregatte. Uff, können die beidrehen. Alter, können die beidrehen. Hallo? Okay. Der hat einfach in uns eingeparkt, ja?
Gut, aber wir können den ja dann jetzt einfach versenken, nicht? Der hat alles aus. So, wenn wir richtig rumdrehen. Abelard, mach mal deinen Käse an, damit ich alles sehen kann, was hier so passieren kann. Okay. Wenn du jetzt schon mal alles abfeuerst, können wir nachladen und nochmal schießen. Ja. Also gut, die Sternbrecher jetzt nicht, aber trotzdem. Unleash a barrage of destruction. So. Dann können wir nach hier und können ihn nochmal mit der Mars Pattern Bug anschießen. Ja, mit allem dann quasi. 31% Trefferchance, nur ist denn. Warte, das Schild wieder an. Warum? Where we tread, the unfaithful ist egal, ist kaputt. Congratulations, das Lord gab Captain. Sau viel XP, Alter. Ich habe fast ein ganzes Level-Up. Gut. Ich Geisterpalettenplatte war schon richtig. Da bringen wir die Schüssel hier erstmal und dann schau mal kurz in die Level-Ups rein. Wir hatten Level-Up, oder? Gibt's denn cooles Neues? Wir hatten über ein paar Sachen geredet. Strafe wollten wir haben, damit wir zur Seite fahren können. Was gibt's hier? Alle Mann an Bord. Die Flaggschiff-Torpedorohre werden geladen. Wir haben keine Torpedorohre. Syrischer Sturm. Das Flaggschiff führt 7 Angriffe aus, von denen jeder auf einen zufälligen Gegner in eine Reichweite von 8 Feldern zielt. What? What? Stellt sich Indira dann oben rein und schießt einfach Wobblitzer auf die Gegner, oder was? Das ist stramm. Enter-Kommando. Schickt ein Enter-Kommando los. Internes Feuer, Triebwerksschaden, Betäubung, okay. Maximale Überlastung. Ja, okay. Vorahnung. Die Auguren des Flaggschiffs suchen das Gebiet nach günstigen taktischen Positionen ab. Wir sind uns einig, dass wir den empirischen Sturm haben wollen, oder? Selbstverständlich. Ich will, dass Indira sich oben in den Turm stellt. Und dann will ich, dass sie die Gegner vernichtet. Piu, 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 piu. Das macht ja Indira, macht das. Ultimative Fähigkeit. Ein Schiff hat jetzt Zugang zu einer ultimativen Fähigkeit. Kann den Verlauf der Schlacht ändern. Das war der Mist, den eben gerade die Drukhari auf uns geschossen haben, was ich ja gerade gesehen habe. Überzeuge dich selbst. Ultimative Fähigkeiten sind so mächtig, dass es deutlich länger dauert, bis sie wieder aufgeladen sind. Da stand einmal pro Kampf. Abklingzeit, Flaggschiff, Düdelü. Hier blinkt gerade alles schon ziemlich wild. Was ist hier los? Was, wieso kann ich da jetzt Sachen upgraden für 100 Scrap? Was denn? Zügiges Nachladen zum Beispiel. Wo? Bei Upgrade oder wo? Bei Agenta direkt auf dem Bild. Oha, wenn ich das upgrade, dann werden auch die Lanzen nachgeladen. Da drücken wir doch mal drauf, oder? Ja. So, und du bekommst was? 45,90, 1-3 Runden, 1-2 Runden, nur weniger Cooldown. Irrelevant. Warum kann ich das jetzt upgraden bei denen und bei den anderen nicht? Sind die besser geworden in ihrem Job oder was ist hier los? Da gibt es so gewisse Voraussetzungen. Die Schüssel ist repariert, dann schauen wir doch mal, was auf Veabos 6 so los ist. Ich gehe davon aus, dass die Drukhari den Planeten einfach ein bisschen angegast haben. Klingt was danach. Vielleicht waren die hier, um eine Sonne zu stehlen. Hey, eine Makropole. Hübsch aus. Schnelle und gnadenlose Vergeltung ist ein geeignetes Schicksal für viele Sünder. Das Imperium erlaubt es auch, Gefangene auf abgelegenen Gefängniswelten wie Veabos 6 als Zwangsarbeiter einzusetzen. Da kommen Ogrin her. Einig erlaubt es. Um für ihre Verbrechen gegenüber der Menschheit zu büßen. Ja, dafür macht man die Leute zu Servitoren. Hunderttausende von Dieben und Taugenichts in den Minen des Protektorats. Also erschießen wir die jetzt nicht alle. Nee. Gut, fahren wir runter in die Gruben. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, das werden wir wohl hinkriegen. Jay, du verdrückst dich so, als hätte ich dich noch nie gesehen in meiner Party, okay? Echt mal. Sortiert die sich hier oben einfach in der Reihe ein vom A-Team, ja? Denkst du, dass ihr bei sein darf? Wild. Wieso ist denn jetzt Jeliet da hinten? Komm mal nach vorne. Auf Platz 2, da wo du hingehörst.
Also neben Lord Abelard natürlich. Habe ich dir den Rucksack ausgeblendet? Die hat gar keine Waffe in der Hand. Bleib mal alle ganz chill kurz. Was redest du da, Abelard? Weiß ich nicht. Haben wir schon mal gekämpft jetzt seit dem Patch? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wie funktioniert das Spiel hier nochmal? Die Leiche eines Mannes. Boah, was geht denn hier? Hell. Ja, aber ist das hier... Warum läuft denn hier so blaues Plasma aus? Bin mir auch nicht sicher. I forge my destiny among the stars. Das macht mir keinen Spaß. Pascal, dipp mal so ein Mechandrit da rein und sag mir, was das überhaupt ist. Das Zeichen der Hekataria. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Worum ging's? Hast du das lesen können? Toll. So wie auf dem letzten Gefängnisplaneten, ja. Das sind Gladiatoren. Das Symbol der Pein. Was denn für Gladiatoren? Begeisterte Gladiatoren. Seht euch das an. Wo haben die das alles? Wer sind die? Haben die Dunklen endlich den Gouverneur gefunden? Eine Drukhari-Lady, soweit ich das erkennen kann. Ja, dann hau mal raus. Du bist jetzt eine Drukhari-Lady. Oh, Mikandis, Aelit, was hat das zu bedeuten? Hat eine der Schwestern in den Ruinen ein amüsantes Spielzeug gefunden und als besonderen Leckerbissen für die Akuntin aufgehoben? Da sind ein paar Drukhari dahinter. Ich weiß nicht, ob wir hier gut stehen. Hatten die nicht irgendwie gesagt, dass dieser komische Adlige von den Drukhari-Angriffen profitiert? Das ist doch dem seine Mine hier, die gerade angegriffen wird von den Drukhari. Mhm. Tod den Xenos! Ja. Kniet nieder oder ich lasse euch auspeitschen, Klassiker. Wessen Erlaubnis spielt hier auf meiner Welt den Herrscher? Der Chimpanzee versteht mich. Woher habt ihr ein Gerät, das unsere Sprache übersetzen kann? Ordo Xenos! Versucht ihr mich zu beeindrucken, indem ihr nützlich wirkt? Solche Worte verdienen euch bestenfalls einen Kampf im Ring, ohne Waffen und bald auch ohne eure Haut. Auf der Plattform verstreuten Menschen starren, als hätten sie einen Geist gesehen. Deine Waffe heben. Wollen wir die Plauderei überspringen und zur Sache kommen? Gefällt mir, aber wobei. Was bringt uns die Eins in Wirklichkeit? Wir wollen das doch gar nicht wissen. Es interessiert mich null. Das ist einfach nur ketzerisches Wissen, das wir hier ansammeln würden. Korrekt. Aus dem Dämmerdunkel der Tassara ertönt ein Schrei. Die Xenos ist zu weit von dir entfernt, als das Elusiator die Worte. Was hat die da eigentlich für ein Butlet am Laufen? Das ist wieder so ein Drukhari-Schwert, wie wir auch eins rumliegen haben, gell? Ja, mit so einem Eingriff also vorne. Die ist wohl ziemlich angefressen. Sagt den anderen Chimpanzee, wer eure Kehle durchtrennt, der darf vorzeitig in seine neue Heimat aufbrechen. Und sagt ihnen, sie sollen sich nicht zurückhalten. Heute tanzen sie für Jurimeris selbst, die große Akkontin der Kabale des plündernden Sturms. Tod den Xenos, tot den Ketzern! Erfordert Dogmatiker Jünger, die Kämpfer in der Arena ansprechen. Sterben, um Xenos zu unterhalten, ist ein Pfad, der zu ewiger Schande führt. Und zur Verdammnis von Seelen, die vom unsterblichen Glanz des Imperators berührt wurden. Schließen wir unsere Klingen zusammen. Wir vernichten jene, die euch töten wollten. Wir werden sowieso sterben. Dann doch lieber ohne das Brandmal des Ketzers. Tötet die Monster! Oh, sie ist auch angepisst. Grr, grr. The holy Xenocide is its own reward. Genau. Der heilige Xenocide ist sein eigener Reward. Gut, das sieht gar nicht schlecht aus, glaube ich. Wir haben zwei Hekatari, die zuerst dran sind. Die sehen nach Nahkämpfern aus. Und wir haben einen Revolverheld, der hat ein Schwert und eine Pistole. Und dann sind wir alle dran, bevor die Gegner wieder dran sind. Und Cassia ist zuerst dran. Mhm. Das ist ein Hinterhalt? Okay, ich dachte, wir können uns... Ja. Wo war das denn ein Hinterhalt? Wir haben doch alle nett miteinander geplaudert. Nett miteinander geplaudert. Wir hätten wirklich die ganzen Leute hier alle niederschießen müssen, wenn ich nicht die dogmatisch hätte belästigen können. Ja gut, nee, hätten wir reden können. Wir hätten doch reden können. Ja, ich gehe hier vorne mal in volle Deckung. Aber die Agenda hinter dir steht mit diesem Apparat. Ach richtig, die hat ja den Heavy Bolter. Ich habe doch auch meinen Präzisionsbolzer dabei.
Alter, die haben 14er Bewegungstempo. Actions will speak louder than words. Gilead, knall mal einen von denen ab. Ich will nichts sehen von denen. So, wie hat das nochmal funktioniert? Ich mach Blöße ausnutzen, gell? Und dann mache ich tödliche Klinge. Der von denen ist zuerst ein Revolverheld, nicht? Den kann ich leider nicht einsehen von hier. Ich kann den anderen Revolverhelden sehen. Die Schattenpistole von der Lady macht einen Arsch voll Damage. Tödliche Klinge. Ha! Todesflüstern! Okay, die blutet aber. Die ist tot, wenn die anfängt. Okay. So, Gilead kann dann jetzt aber, glaube ich... Genau, die haben das geändert. Guck, es kann jetzt nur noch einmal, bring es zu Ende, auf denselben Charakter pro Runde gewirkt werden. Das heißt, wir können jetzt nicht Jay mitnehmen und dann mit drei Offizieren Agenta durchbuffen, dass sie hier durchgepeitscht ausrastet. Sondern die haben das geändert, dass man nur noch einmal eine extra Runde kriegen kann. Okay. Was ja auch Sinn macht. War schrecklich OP vorher. So, Cassia ist aber ganz regulär jetzt dran. Die hat ja den extra Zug nicht. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr verbuggt. Aber als wir angefangen haben, waren wir uns ja noch nicht sicher, ob wir Cassia behalten wollen. Mhm. Und wenn dann zwei Charaktere dieses die Initiative ergreifen hatten, dann... Ich hoffe mal, dass die hier vorne die begeisterten Gladiatoren abschlachten, bevor die sich die Mühe machen, auf uns zu schießen. Ich sehe gar nicht. Hier ist nur Deckung. Neben mir ist Deckung, aber ich weiß halt nicht, wie es mit AOE-Angriffen aussieht, wobei die alle nur Pistolen und Messer haben. Ich komme eher niemanden groß dran. Kraft durch Schmerz, das lese ich doch gerne. Warte. Blutung. Dann bist du... Ach, scheiße, den komm ich nicht dran. Du wirst verflucht. So, wer ist denn dann jetzt dran? Begeisterter Gladiator, dann ist Gilead nochmal dran, dann ist Agenta dran. Dann ich und Abelard. Pascal ist wieder ganz zum Schluss dran. Der Nerd. Also, die Zonen nicht gesetzt. Und vergesst deine Bonus, bring es zu Ende nicht, okay? Hast du jetzt dann nicht mehr? Ist nicht schlimm. Ton setzen, Frontlinie. Kann das sein, dass unsere Deckung ein Benzinfass ist? Ja. Frage für einen Freund. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie zuerst auf die 30 Punkte Gesundheit Gladiatoren schießen werden. Schon wild, hier kommen ein paar dunkle Elfen an, übernehmen ein scheiß Gefängnisplanet und zwingen einfach die Gefangenen gegeneinander zu kämpfen in der Arena. Was für Goblins, ey. Richtig klassischer Drukhari-Move. Agenta, ich sage es ja nicht gerne, aber ich denke, du brauchst gleich dir keine Gedanken, um Friendly Fire zu machen, was unsere Verbündeten angeht, die nicht zum Rogue Trader gehören. Los, Bewegung geben. Abelard, damit er sich als Ziel anbietet vor Agenta. Abelard! Mit seinem Powersäbel. Cassia heilt sich erstmal. Oder ist jetzt die Frontlinie doch nochmal nach hier? Vielleicht kommen die Gegner da gleich rein. Ich gehe davon aus, dass sie erst gegen die Menschen kämpfen. Was macht die da? Können die aufhören damit? Hallo? Was machen die da? Hat die sich gerade gebufft, weil sie so viel Gesundheit fehlen hatte? Oder was war da los? Ich weiß es nicht. Wow. Der denn da? Weiß nicht. Eine Maschinenpistole oder so. Was hat die denn jetzt da gemacht genau? Die hat 1000 Sachen drauf. Die hat sich Stimulantien und sowas gespritzt. Die sind komplett ausgerastet. Aber ist gelähmt. Verflucht. Die ist jetzt auch verflucht. Swift and silent. Dann wollen wir doch mal schauen. Todesflüstern ist immer noch gratis. Die kommt noch dran. So,
Dann, wer ist denn noch von denen dran, der mich gerade interessiert? Der war schon. Der kann niemand anders. Dann schnappen wir uns die da. If it serves your cause. Ui, die 95 vorbeigeschossen. Mal perfekte Position, Präzisionsangriff. Und dann hören wir hier mit dem Kill-Move auf. Warte, ich krieg dich bis da. Wie die läuft mit dem Eimer. Mit Sprinten krieg ich dich dahin. 41%. Dieses imbrünstige Resistenzion, da erst am Ende. Das ist für jeden getroffenen Gegner halt. So, dann mache ich mal ganz klassisch Schnellfeuer. 95 Schuss, brapapapapap. Ja, du hast ihn ein paar Mal getroffen, nicht? Oh, dann wechsle ich die Knarre. Mach mal einen Gun. Das hier wäre umsonst. Oder mach das. Giftschuss. Hast du da für ein komisches Ding? Hat das ein Nadelgewehr, das wir da irgendwo geklaut haben? Wenn er nicht sagen soll, ich muss sagen, ja gut, das ist egal. Okay, das war's. Dass sie sich alle irgendwelche Kampfstimulantien gespritzt haben auf der Stelle. Mhm. Spinne. Let's get to it. Oh, der hat eine echte Knarre. Der hat eine Shotgun, das ist Mad Max. Guck dir den Typen an. Er hat eine Shotgun, das ist Mad Max. So, Hacker-Tricks kommen gleich noch dran, aber gegen die können wir gerade nicht viel machen. Die steht da hinten in voller Deckung. Treffe ich irgendwen von hier, wo ich gerade sitze? Ich habe höhere Trefferchance mit Salve als mit Einzelschuss. Ja, noch eine Hacker-Tricks. So, lohnt es sich denn für mich, irgendwem Bring es zu Ende zu geben? Pascal könnte vielleicht mit der Plasmapistole schießen, aber auch nicht so richtig. Zielen. Der nächste Angriff des Ziels ignoriert Deckung. Agenda könnte nochmal nach den Hacker-Tricks da hinten schießen, aber das war's. Ah, und die komme ich auch dran von hier aus tatsächlich. Na gut, pass auf, ich versuche erstmal auf die Lady da in der Deckung zu schießen. Versuch dabei nicht meine eigenen Leute zu töten. Regimentstaktiken! Oh, ich glaube, die gehören nicht mit zu uns, die Leute hier. Da steckt nur nicht drin. Kassia, die Deckung ist explodiert. Ich kann mir das nicht erklären. Gar nicht, gell? Da ist irgendwas passiert? Habe ich getroffen? Ich habe einen Haufen Explosionen gesehen. Ich habe einen Haufen Explosionen. Okay, das Kampflok hilft mir auch nicht weiter. Kassia! Mach wen tot! Kassia, mach wen tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, Salve und Feuer ist ziemlich genervt worden. Jetzt mal wen töten. Ah ja, bitte! Okay. Danke. Oh, ich kann noch mal. Vielleicht sind die anderen dann jetzt schlecht gelaunt und gommelig. Ah, die sieht nur noch den einen. Oh, war dann Druck. You don't frighten me. Gute Arbeit, Kassia. Koi Ding. Dafür bist du hier angestellt. Naja, und um das Schiff durch den Warp zu bringen. Das auch. Primär. Abelard? Nehme mir irgendeine coole Fähigkeit von mir mit, bitte. Ich werde dich inspirieren, Abelard. So, das gibt dir jetzt, plus 2 Punkte Schaden und unerschütterliche Motivation oder so. Schnapp sie dir, Tiger!
Ich werde mir überlegen. Ein Moment. Ich habe da hinschicke. Die Hackertricks dahinter dem echt Aua machen. Quatsch, Abelard lässt sich ja nicht von so einer Drukhari-Schlampe töten. Abelard holt den Warhammer 40.000 raus. Nee, mach erstmal Kragen an. Die jetzt nochmal aus, das könnte sie töten. Damit wirst du sie töten. Abelard, töte er die Feinde der Menschheit. Ja, das geht nichts. Ja, komm, dann bring sie um. Wenn du denn triffst. Abelard muss nicht treffen. Wow! Die haben Pistolen. Wer hat denen denn eigentlich Pistolen gegeben? Also die, ja, die nimmt schon wieder Drogen. Aufhören! Let's get to it. Wow! Cool. 32, 32, 32. Kann ich Pascal irgendwie so stellen, dass er da hinten helfen kann? Ja. Activate calculated fury algorithm. Okay. Weil wie hat er jetzt nochmal funktioniert mit dem ganzen Quatsch hier? Jagd auf Beute machen. Gemeinsame Analyse, Feindanalyse. Wie hat er jetzt nochmal durchdringender Schuss. Kopfgeld einfordern. Hast du gesehen, dass auf der Empore noch mehr stehen? Wir haben nicht noch mehr Gegner oder kommen die gleich runtergesprungen? Ja. Ach so, das... Moment. Marazai ist hier? Kennst du den? Ja, das ist der Dunkle Elfen-Companion. Ah, ja, der ist hier. Okay. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, siehst du auch am Bild. Der hat einen Avatar, wenn du den anklickst. Ach so, und das andere ist diese Jeremeris, für die tanzen. Das heißt, die schauen sich den Kampf hier einfach nur an. Die werden dann gleich mit mir reden wollen, schätze ich. Kasara hat 127 AP. Eins nach dem anderen. Pascal wird jetzt erstmal die Hackertricks da vorne anschießen mit Plasmaüberladung Zusatzschaden, wird vorbeischießen und dann kann jemand anders ziehen. Gut. Dann kann er noch das Kopfgeld einfordern. Und dann kann der noch... Nein, warte, das ist kein Extraschuss. Oder? Nein, ist das nicht. Okay. Die hat keine Rüstung oder irgendwas Relevantes. 80% ausweichen. Jetzt sehe ich alles weg. Na gut, dann ist Pascal auch erstmal fertig. Ich muss hier ein bisschen gleich mal die Fähigkeiten umräumen bei dem. Ich habe da null Überblick. Hey! Was geht denn jetzt? Warum wirft denn der eine Granate? Die haben alle so Stubbi-Revolver dabei und schießen damit. Pop, 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 als wäre das vernünftig. So, neue Runde. Der Hikatari-Revolverheld da vorne ist dann als erstes dran, aber niemand kann ihn sehen, glaube ich. Doch, jetzt. So, erstmal verfluchen. Verflucht sollst du sein, Hekatari Revolverheld. Na, warte mal, wie viel hast du noch? So, dann zünd mal den da an. Den guckst du böse an. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ah, ich krieg Pascal halt Stimme des Kommandos. Cool. Und plus 15 auf alles, Pascal freut sich so richtig, Mann. Dann kriegst du noch mehr Damage, falls du von da aus schießen kannst. Auf irgendwen werde ich wohl schießen können von da, ja. Hat der giftige Nadel gemacht? Der hat die giftige Nadel gemacht. Hat er nicht gemacht. Was zum Teufel? Was ist denn gerade passiert? Das war der Bonusschuss, glaube ich, den die ausgelöst hat. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was hier passiert. Enter halten zum Überspringen. Okay. Ja, das war der... Das war der in meinen Augen. Wer ist fort? Ach, die da oben sind gegangen. Mhm. Ja, aber die Cutscene hat doch dann gerade irgendwie geklemmt, oder? Ich hoffe, wir haben jetzt nichts allzu Spannendes verpasst. Ich hoffe nicht. I understand your intent. Einmal den Spaß. Tödliche Klinge abladen. Deckung. Uff. Mal wieder eine 80 vorbeigeschossen. Kein Problem für mich. If I must. Ja, kann man nichts machen. Ja, dann ist aber durch diese Fähigkeit jetzt gerade ein bisschen die Cutscene da oben geklumpt worden. Kann sein. Aber ich sehe hier auch nichts irgendwie. Die haben sich einfach... Regimentstag. Ah, da, warte. Wir haben hier... Wir haben hier Text, glaube ich. Mal eine Sekunde. Okay. Damit wir nicht komplett durcheinander kommen. So, die Yemeris hat gesagt, ich bin dieser Farce überdrüssig, Tazara. Wer herrscht über diese Arena, ihr oder die Menschen? Drakon Matzerei, ihr wisst, welche Gefahr eine Wiederholung dieses Missverständnisses birgt. Zieht eure eigenen Schlüsse. Euer Wort ist mir Befehl. Und dann sind die alle drei gegangen. Gut. Töten. None can escape the Emperor's judgment. Einzelschuss mit einem Heavy Bolter, da hat er nicht mitgerechnet. Die Regimentstaktiken müsste aus sein, bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß eh nie, wie lange das hält. So, dann macht das da an. Dann macht das damit. Wobei, an. Also, Agenda hat gerade Regimentstaktiken drauf für noch zwei Runden. Ich bin komplett irritiert. Okay, die überlebenden Kämpfer drehen einer nach dem anderen den Kopf zu dir. Ikonoklast, wer an meiner Seite gekämpft hat, zum Shuttle. Sobald wir weg sind, gebe ich den Befehl. Dogmatiker, durch die Vernichtung dieser üblen Xenos habt ihr für eure Verfehlung gegen den Imperator gebüßt. Begebt euch zum Shuttle. Bleibt mit der anderen auf dem Planeten. Heretikus, angreifen. Wir sind da nicht fertig. Dogmatiker. Durch die Vernichtung dieser üblen Xenos habt ihr für eure Verfehlung gegen den Imperator gebüßt. Begebt euch zum Shuttle. Den Rest... Vor euch erwartet eine ausgewählte Strafservitorisierung, auf das ihr weiterhin für das Wohl des Imperiums arbeitet. Den Rest von euch sollte da stehen, schätze ich. Glaube ich auch. Strafservitorisierung. Güter. Oh, Jägerrüstung. Mittelschwere Rüstung. Oder eingesammelt. Ikatari, Kettenhemden, alles Quatsch. Drukari-Ausrüstung. Was für eine Rücken... Was? Der Jäger-Rückenpanzer. 45% mittelschwere Rüstung. Der sieht cool aus. Lass mich den kurz mal anziehen. Der hat coole Pouches vorne dran. Pouches. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Ich glaube nicht. Ich habe doch meine plus 10 Beweglichkeit an, damit ich früher dran bin. Und Agenta hat ihn jetzt an. Die hat die Pouches nicht vorne dran. Agenta. Ja, da hat die, warte mal, was hat die vorher angehabt? Die da. Oh, die sieht aber ganz cool an der aus. Das ist dieselbe, die ich auch anhab. Also diese mit dem Generator dran. Aber die hat auch Knieschützer.
Aber was ist denn mit dem ganzen Drukhari-Scheißrüstung hier? Kann unsere Lady die anziehen? Nein. Ich glaube nicht, dass wir Hekatari-Rüstung brauchen. Die können wir alle zu Schrott machen und auf Footfall verkaufen. No, denke ich. Einen ganzen Haufen Drukhari-Abfall. Buddel hier noch in so einer Tüte. Gut, aber da hoch kommen wir jetzt nicht dann. Ja, die sind einfach so gegangen jetzt. Sind zufrieden mit sich. Der Typ hat angefangen zu singen. Sie sind fort, soweit der Drohnen mir helfe. Und wir gehen dann jetzt auch wieder? Hat sich das denn jetzt hier erledigt? Ich lass kurz noch. Hast ja alles am Checken. Hier hinten ist noch was. Wait a minute. Watch your steps. Na, hast du selbst geschafft. Operation successful. So, ein Drukhari-Schwert, Skorpionstich und Melterladung. Let us walk this path to the end. Iliad, du kannst doch so einen Mist anziehen. Was ist denn das? Jetzt habe ich das richtig verstanden. Die Drukhari sind hier angerückt, haben hier Sklavenarena gezaubert und sind jetzt wieder nach Hause, oder was? Ja. Weil die keinen Bock drauf hatten, dass wir uns mit denen anlegen. We shall reclaim what is rightfully ours. Hey, wir haben dafür jetzt ein paar Leute eingesammelt. Passen wir denn alle in die Box? Ist ja keiner von denen gestorben, oder? Nee, haben alle überlebt. Nee, doch einer ist, glaube ich, tot. Ihr kriegt eine Kolonie? Stand da gerade, ja. Nice, Meisterinspektor. Dann gucken wir doch mal rein. Bestrafung der Denker, Bestrafung der Außenseiter. Vollstrecker, 10% Ausweichen gegen menschliche Wand. Ich könnte mich richtig zu Tode buffen, wenn ich das wollte, gell? So Gefährten der Lehre werden wir ja nicht machen. Gut, wir machen das erste. Plus 1000 Punkte für die Drusianer ist hey das, was wir haben wollen, nicht? No. Chemikalien und wir kriegen sowieso nicht die Möglichkeit, dass wir Maschinenteile oder sowas kriegen. So, Weaboss braucht neue Sträflinge. Verschiedene gefährliche Literaten und Denker könnten als neue Arbeiter dienen. Richtig so. Schicken wir Leute, die zu viel nachdenken. Okay. Dann war's das für das System hier. Wir haben die Sache hier aufgeklärt und das war's dann auch für die Episode tatsächlich. Noch so ein bisschen was passiert. Ja, ich würde aber trotzdem noch gerne an Bord gehen. Wir gehen erstmal hier raus. Da sind wir auf der Brücke. Wie sieht's denn XP-technisch aus? Bald wieder ein Level up, warum auch nicht? Endlich. Wo ist denn meine Weltraumelfe hin? Die stand doch da bedrängt von diesen beiden Leuten normalerweise. Helf mal suchen. Ah, hinten, hinten links, hinten rechts. Warum ist sie danach da umgezogen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Drukhari gesehen haben? Weil die Ruhe haben. Man kann Yeliad übrigens mittlerweile nicht mehr ausziehen, habe ich gehört. Mist. Mist. Wir probieren das jetzt direkt aus. Live! Mm-mm. Ja, Helm anzeigen bringt jetzt gar nichts mehr. Cool, cool. Ich frag die mal, was los ist. Yeliad, wir sind doch beste Freunde. Ich will jetzt sexy flirten mit dir. Beunruhigende Schönheit und verlockende Fremdartigkeit. Mmm. Alter, ist das viel Text. Okay, die Sache ist die. Wir schauen uns das Ganze offscreen an und verabschieden jetzt die Menschen. Liegt nach einem guten Plan. Na gut, dann haben wir heute eine neue Kolonie gekriegt und fliegen das nächste Mal so in Richtung links sich los und gucken mal, wo wir Kiawa Gamma auftreiben können. Und links dich. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Eine Sekunde. Wir müssten doch irgendwo eine Quest dafür dann gehabt haben, oder? Für was? Für die Kolonie da oben. Ja, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.